Beim letzten Mal in Final Fantasy VII Remake. Marlene, hör mal! Wie jetzt? Was jetzt? Aber... Wann soll das denn passiert sein? Warte. Ganz schnell zurück zur Bar. Ja, da bin ich derselben Meinung. Ich will jetzt wissen, was mit der Kleinen ist. Alles okay. Und nun zurück zur Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Final Fantasy VII Remake. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit einem Lichtgeist auseinandergesetzt. Der hat uns einen relativ langen, aber doch am Ende für uns ausgehenden Kampf beschert. Und wir haben uns dann unseren Weg weitergebahnt durchs alte Depot. Und sind zum Schluss in diesem alten Eisenbahndepot einer Geisterform begegnet, die uns ein bisschen beunruhigt, denn sie hatte die Gestalt von Marlene. Das ist nicht gut. Wir müssen jetzt ganz dringend zurück in den Seventh Heaven und gucken, was da los ist und ob mit Marlene alles in Ordnung ist. Denn ansonsten werden wir wahrscheinlich ein sehr ernstes Gespräch mit Barrett haben. Gefällt mir nicht, aber... Jetzt müssen wir gucken, was hier wirklich los ist. Ich will das wissen, das beunruhigt mich ein bisschen. Kann ja nicht sein, dass mit Marlene was passiert ist. Das hätte doch Barrett nie zugelassen. Wir sind so kurz vorm Ziel. Wie, der Weg ist blockiert. Vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Echt? Kann ich nicht einfach hier irgendwie drüber laufen, klettern, whatever? Ich meine, ganz ehrlich, also... Manche Hindernisse sind ein bisschen unglaubwürdig, ne? Das ich ist... Ich glaube, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Du willst mir jetzt erzählen, dass die Karre noch läuft. Das war keine gute Idee, oder? Hinter uns bildet sich da gerade was. Dreht euch mal besser um. Oder nicht? Was? Was zum? Ja. Was zur Hölle war das? Ich hab gesagt, dass hier sonst was kommt. Hm? Was hat das? Der Defektionscode für die Platte ist... Merci. Hm. Ja, wir können sie jederzeit runterstürzen lassen. Allerdings ist ein Problem. Was denn? Ja, bitte habt Probleme. Bitte habt Probleme. Dann könnt ihr nichts stürzen lassen. Okay. Hey, nicht ganz so wild, bitte! Wenn wir abstürzen, war alles umsonst! Der Staffelbericht. Gibt es Probleme? Ja, ganz Gott sei Dank. Im Gegenteil! Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer! Wie helfen wir ab von Ihnen? Das ist die beste Sache. Je mehr Leute, desto bleibender Eindruck. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Tiefer. Sie tun's wirklich. Mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Komm, lasst uns hier nicht rumstehen. Ist nicht mehr weit. Los! Ja, genau so ist es. Wir müssen los. Hoffentlich schaffen wir es. Komm schon, nicht lang rumfackeln hier. Das ganze Gelaber kostet nur Zeit. Wir müssen los. Unbedingt. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Warte mal. Das war die Lok. Na, bin ich denn jetzt völligst... Ach, okay. Hab's verstanden. Dankeschön. Kommt schon, jetzt lasst mich doch einfach mein Ziel erreichen. Es ist doch langsam gut hier. Ich sehe da hinten schon wieder eine größere Kreatur. Ich will jetzt wissen, was da im Sektor abgeht. Verstärkung für Shinra. Ja, nichts wie weg hier, komm.
Echt? Noch so eine Lok? Die stellen uns aber auch alles in den Weg jetzt, ne? Ja, da würde ich auch nicht schlecht gucken. Gut, das war jetzt physikalisch nicht einwandfrei, würde ich sagen, aber... Wo kommt denn jetzt plötzlich die Energieversorgung in dem Wagen her? Von Quatsch. Okay. Naja. Los, hier, komm. Mach auf das Ding und dann weg hier. Megatrank mal zwei, ist recht. So, jetzt müssen wir uns gleich noch mit den Flatterviechern hier auseinandersetzen. Was? Ja, der Schwertsturm funktioniert nicht ordentlich bei Gegnern in der Luft. Hat ihr irgendjemand Eis dabei? Jawohl. Der war doch empfindlich gegen Eis, oder? Nee? Ja? Nee? Nee? Ja? Ach, Wind! Okay. Okay. Der hier? Auch Wind. War Wind? Okay. Ich hatte jetzt irgendwie Eis im Kopf. Komm. Werden wir doch wohl loswerden. Hab ich eigentlich? Nee, hab ich nicht. Ne, dann nehmen wir halt Blitz. Ist mir auch egal. Hauptsache, es macht Schaden. Na also. Keine große Sache. So, ja. Warte mal, hier hinten war doch offen. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Komm schon, nichts wie weg hier. Was soll's. Ach so. Ich glaube, ich habe gerade kapiert, was sie von mir wollen. Danke. Weiter. Weg frei, na, hoffentlich jetzt auch endgültig. Mann. Ach so. Bitte können wir uns noch mal ausruhen. Das ist mir auch recht. Aber ganz, ganz schnell, Cloud. Sieh zu, dass du fit wirst. So. Ab dafür. Sind fast da. Schnell. Ja, dann laber doch nicht und lass uns weitergehen. Ach, komm schon. Was zum... Was? Einfach verschwunden? Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Ach, komm schon. Was?
Wollen wir uns jetzt mal in Bewegung setzen und Aerith da wieder rausholen? Oder was machen wir jetzt? Was wird denn das? Alles muss versteckt sein! Was? Ja, aber doch bitte nicht Aerith! Alles muss versteckt sein! Kannst kommen! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hab dich! Ah, hat er mich so gut versteckt. Und Aerith? Was? Kannst kommen! Oh! Was? Kannst kommen! Och, guck mal, eine kleine Aerith. Ach, das ist ja putzig. Komm, Mann! Aber lassen Sie es da alleine? Kannst Ernsthaft? Kommen. Echt, Leute, Kinder sind grausam. Kannst kommen. Mama. Aerith! Na, Gott sei Dank. Wir haben dich, Aerith. Das habt ihr wohl? Tja, diesmal wirst du nicht zurückgelassen. Was zum... Sind wir jetzt plötzlich im Kolosseum, oder was? Ist das jetzt ein Wagenrennen, oder... Ach, komm schon. Igor, ha? Okay. Warte mal, so einfach anzugreifen scheint der nicht zu sein. Ich brauch genau... Ach, scheiße. Na toll. Ja, danke fürs Aufwecken. So, jetzt hätte ich erstmal gerne eine Analyse von dem Kollegen. Auf Nummer sicher. Damit ich weiß, was hier geht. Wirksam wäre Eis. Na super, leicht resistent gegen physische Angriffe. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumgeistert. Es nährt sich von der Furcht der Menschen und wird so stärker. Vermutlich handelt es sich um eine manifestierte Erinnerung, die auf dem Eisenbahnfriedhof Gestalt angenommen hat. Okay. Na, nur gut, dass wir keine Angst davor haben, oder? Triff es mit windelementaren Attacken, während es sich in der Luft befindet, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Greif es in der Luft mit einem Sprung an, um es auf den Boden zurückzuholen. Dem Gegner kann eine Waffe für Aerith gestohlen werden. Der Kampfstab, ja? Okay. Aha. Gut, also sollten wir es nicht beim ersten Mal schaffen, müssten wir auf jeden Fall Eis ausrüsten, jede Menge. Weil physisch angreifen ist hier echt keine Lösung, merke ich gerade. Daraus wird nicht wirklich was. Aber auch sie hat Eis dabei, das ist gut. Wir sind ja eigentlich ganz gut gerüstet, mal abgesehen von Cloud jetzt. Das ist jetzt aber kein Riesenproblem. Ich habe noch Blitz dabei. Kann ich damit vielleicht was reißen? Wenigstens so ansatzweise. Ja, von wegen Blitz und Donner. Aber ich kann zur Not beschwören. Okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufpassen, dass es mich nicht aus den Latschen haut. Ja, ich hab's gerade noch gesagt. Aufpassen, dass es mich nicht aus den Latschen haut. Und da haut er mich fast aus den Latschen. Schön aufpassen. Ach, war ich echt so spät dran jetzt? Na gut. Nee, ich kann hier höchstens irgendwie Fähigkeiten oder sowas verwenden, aber ansonsten habe ich hier keine Chance, irgendwas physisch zu reißen. Das ist ganz offensichtlich. Wir beschwören mal. Was beschwören wir denn? Kaktor? Oder beschwören wir...
Wieso kann sie denn? Ach so, sie hat keinen ATB. Punkt. Also Feuer beschwören ist ja eigentlich Käse. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwas Sinnvolles habe. Schokobo und Mogri höchstens. Ja, komm, das machen wir einfach mal. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Probier mal einfach mal aus. So, und dann kann Tifa ja eigentlich gleich mal eine Esper-Fähigkeit raushauen. Eine Bombe, die Flächenschaden anrichtet. Oder was mit großem Schockpotenzial. Hm, vielleicht erstmal die Mogri-Bombe. Ach. Jetzt nicht schlapp machen. Und dann können wir gleich nochmal den Schokopo-Tritt hinterherwerfen. Zwecklos. Bleiben. Der war wirkungslos. Das habe ich fast befürchtet. So, Tifa, du wirst mir jetzt mal einen Megatrank verabreichen. Und das war zu spät. Ja, was machen wir denn da? Oh! Ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll jetzt im Moment. Schokobo und Mogri war jetzt halt nicht so der Hit. Okay. Magie, Eis. Obwohl, ich müsste eigentlich Cloud erstmal zurückholen, ne? Ja, ich muss Cloud zurückholen, das nützt nichts. Los, geben wir alles! So, mal gucken, ob das wenigstens ein bisschen was bringt. Ich glaube, der Kaktus wäre vielleicht ganz gut gewesen. Oder halt dann wirklich mal neu ausrüsten. In einem zweiten Versuch. Ich leg los. Wir kommen nicht dran. Vielleicht mit Magie. Die Welt reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Ja, und wie? Ja, das bringt jetzt gar nichts. Ne? Den habe ich völlig in den Sand gesetzt. Aber Magie bringt ja gerade nichts, ne? Ja, komm, dann, So, Aerith kann wieder einmal Eisbitter. Können wir mit Feuer vielleicht doch was reißen? Weil er ist ja nicht immun dagegen letztendlich, ne? Naja, aber ein bisschen was bringt's ja schon, ne? Wir müssten ihn eigentlich echt nur schockanfällig kriegen, dann wäre alles gut. Ach, Mist. Komm schon. Oh, Aerith ist down. Wie geht das denn? Eine Phönixfeder für Aerith, aber ganz schnell. Das ist jetzt eher schlecht. Tifa, kannst du mal eben. Nee, Quatsch. Gegenstände.
gib mal bitte mir einen Megatrank. Immer vorsichtig bleiben. Oh, das war auch gut so. Im letzten Moment. Ja, toll. Oh. Ja, nee, geht ja nichts. Aber Cloud kann jetzt. Komm. Hauen wir dem nochmal Feuer? Nee. Ich mache ein Vitra auf Aerith erstmal. Gut. Okay, das ist schon mal etwas. Oh. So. Tifa darf sich jetzt einen Megatrank gönnen. Und Aerith wird jetzt... nee, das bringt es gerade nichts. Ein Vitra auf mich wirken. Dann stehen wir erstmal wieder halbwegs gut da. Oh, oh, das war jetzt aber knapp. So, Limit. Ha? Atomisator, mal gucken, ob der funktioniert. Nee, nicht wirklich, der ging völlig daneben. Oh, was? Okay, er ist unter Schock. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Mann, ich will doch nur... Jetzt aber. So, Fertigkeiten. Ende mit Schrecken. Drauf hier. Ah, da war ich ein bisschen zu langsam. So ein Mist. So. Tifa. Nicht Blitz. Eis. Genau. Zack. Und Aerith macht genau denselben Spaß hier. Was? Cloud! Achtung! Was ist denn jetzt? Komm schon. Komm, es hätte ja Schaden gemacht. Oh, warte mal. Wir können ihm jetzt... Das ist jetzt natürlich ungünstig. Oh! Was wird denn das? Zwecklos. Komm, Aerith. Ach, scheiße, jetzt hat sie ihren ATB-Punkt gleich genutzt. Das war, oh, sogar gut genutzt. Okay, alles klar. Wie lange soll das jetzt eigentlich so gehen? Na, toll. Na, in dem Fall hätte ich gern mal einen Turbo-Äther. Okay. Komm schon. Mann! Kannst du stehen? Jetzt auch. Ich zähl auf dich. Überlassen. Kannst du übernehmen? Muss durchhalten. Alter, jetzt wird's aber langsam albern hier. Komm, Aerith. ATB und zwar schnell. Und jetzt aber hier Aerith, Magie, Engel. Auf Cloud. Damit sollte es wieder gehen. Gib auf dich acht. Lass mich mal. Doch. Dieses Mistvieh. Ich bin immer viel zu langsam an der Stelle. Was zum Teufel? Ich muss alles auf die Noch.
Aerith könnte ins Limit. Komm. Jetzt. Ja, jawohl. Gut. Segen des Planeten. Ja. Ja. Und Tifa wird jetzt Cloud wiederholen. Das haben wir gleich. Dein Angriff. Nicht auf. Bin doch immun. Ich kann doch jetzt eigentlich volles Rohr reingehen. Komm schon. Jetzt gebe ich an. Jetzt gebe ich alles. Und was haben wir sonst noch so? Ende mit Schrecken. Komm, das hauen wir ihm nochmal um die Ohren. Solange wie wir jetzt gerade können. Und was könnten wir denn tiefer machen lassen? Fertigkeiten, vielleicht Chakra. Okay, ich weiß nicht. Ja, komm, mach mal ein Chakra. Und dann, wir machen mal ein Feuer. Und Tifa macht gleich hinterher noch ein Eis. Und dann passt das. Dann sind wir da, kommen wir der Sache relativ nah. Und, Aerith macht jetzt schon was. Was macht sie denn? Heilt uns. Gut. Jawohl, na also, jetzt ist er unter Schock. Den Rest kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch noch hin. Komm. Jetzt reicht's mir. Geht doch. Ha! Wieder mal beim ersten Versuch. Ist ja gar nicht so übel, oder? Wir kommen. Auch wenn's, Verschwinde! Monster! Auch wenn's sicherlich wieder strategisch ein bisschen durcheinander war, aber es hat geklappt. Das ist ja immerhin etwas. Weiter. Ja. Was will er? Tja, das wüsste ich auch gern. Vielleicht kann Aerith uns die Frage beantworten, wenn sie denn will. Und nicht wieder ablenkt. Ach, Leute. Lebt wohl. Ich hätte schon gern ein paar Antworten, du weißt doch mehr. Tja, hoffentlich geben sie jetzt Ruhe. Ist ja eigentlich noch irgendwie was zu holen in der Arena hier, oder gönnen die uns da nicht? Sieht nicht so aus, als würden sie uns was gönnen. Gut, okay, aber ich glaube, bevor wir weitergehen, beenden wir die Episode hier an der Stelle. Das war ein relativ langer Kampf. Ich wollte eigentlich schon lange zurück in Sektor 7 sein. Aber da werden wir das wohl auf die nächste Episode schieben müssen und dann hoffentlich endlich herausfinden können, was nun mit Sektor 7 ist und ob wir die Sprengung der Platte vermeiden können. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, was mit Marlene ist. Ja, denn
Das ist ja eigentlich unser Hauptgrund, zurückzugehen, um rauszufinden, was da jetzt nun passiert ist oder hoffentlich eben nicht passiert ist, dass das nur ein bisschen Angst machen war. Das ist doch meine Hoffnung, aber wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!